Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal wieder über 30 Grad draußen und so habe ich mich entschlossen, einen kleinen Rundgang durch Kempen zu machen. Kempen hat eine wunderschöne Altstadt und auch eine wunderschöne Burg. Und so beginnt mein Spaziergang dann auch. Ich starte direkt an der Burg. Diese liegt in der Nähe des Bahnhofs. Die Kempener Burg ist das Wahrzeichen der Stadt Kempen und eines der herausragenden Denkmäler im Kreis Viersen. Das Gebäude ist von 1396 bis 1400 entstanden. Turmbesteigungen sind möglich nach Voranmeldung. Mein Spaziergang geht zunächst rund um die Burg herum. Von 1929 bis 1984 diente die Burg als Sitz der Kreisverwaltung. Heute ist in der Burg das Kreis- und Stadtarchiv zu finden. Von 1863 bis 1925 war hier in der Burg ein Gymnasium untergebracht. Die Altstadt von Kempen hat einiges zu bieten. Die Altstadt mit den sehenswerten Patrizierhäusern und den Fachwerkbauten gilt als eine der schönsten am gesamten Niederrhein. Sie verfügt über viele restaurierte und denkmalgeschützte Bauwerke. Kempen ist ein Anziehungspunkt für eine Vielzahl von Besuchern. Hotels und Gastronomie gibt es direkt im Ort. Kempen gilt ebenso als Mittelpunkt des kulturellen und touristischen Lebens am Niederrhein. Unzählige Fassaden und Häuser wurden in ihren ursprünglichen Baustil zurückversetzt und Straßenzüge neu angelegt. Speziell an lauen Sommerabenden erhält die Kempener Altstadt einen mediterranen Flair, was mich heute auch mal wieder nach Kempen gezogen hat. Auf dem Buttermarkt kann man es sich in einem der Cafés, Bistros und Restaurants gut gehen lassen und die eine oder andere Köstlichkeit genießen. Siebenundzwanzig herausragende Baudenkmäler wurden in der Kempener Altstadt mit erklärenden Schildern versehen. Der historische Stadtrundgang bietet Besuchern ohne Ortskenntnisse die Möglichkeit, alle beschilderten Gebäude der Kempener Altstadt kennenzulernen. Kempen ist per Bus und Bahn sehr gut erreichbar. Der Bahnhof liegt nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt.